Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute soll es um den Perspektivwechsel gehen, den ich vor ein paar Tagen schon mal angesprochen habe. Perspektivwechsel bedeutet einfach, sich in die Lage eines anderen Menschen zu versetzen. Das können eure Kinder sein, eure Partner sein, das können aber auch Leute auf der Straße sein, die Kassiererin, die unfreundlich zu euch war, die Mutter, die ihr Kind auf dem Spielplatz angeschrien hat. Wir verurteilen ja dann ganz, ganz schnell oder nehmen das persönlich oder wie auch immer. Und da hilft ein Perspektivwechsel halt sehr, sehr gut, um sich an die andere Person hineinzuversetzen und dann einfach so diese negativen Gefühle ein bisschen abzuschwächen. Zum einen ist da ganz, ganz wichtig, was war denn vorher? Also wir sehen halt immer nur so einen Mini-Ausschnitt oder der Streit mit unserem Partner und wir sehen aber nicht, was vorher passiert ist, dass er halt vorher zum Beispiel auf der Arbeit unglaublichen Stress hatte oder einen blöden Anruf bekommen hat oder auch die Kassiererin, dass sie am Morgen Streit mit ihrem Partner hatte oder die Mutter, der gerade der Job gekündigt wurde. Wir sehen das alles nicht, wir wissen das alles nicht, aber sich offen dafür zu machen und nicht nur diese Momentaufnahme zu sehen, sondern Perspektivwechsel und halt mal zu schauen, was ging denn da eventuell gerade in dem anderen vor sich, wie fühlt er sich, aber auch, was will er eigentlich? Also oftmals sagen wir ja nicht das, was wir eigentlich sagen wollen, sondern streiten uns dann oder sagen nur Teil der Wahrheit, aber dann halt mal auch zu schauen, was will derjenige eigentlich, ja? Also ärgern uns unsere Kinder, weil sie uns ärgern wollen oder ärgern sie uns, weil sie eigentlich nur unsere Aufmerksamkeit wollen und wir sie ihnen nicht geschenkt haben oder wir es nicht erkannt haben? All solche Dinge, ne? Was steckt wirklich dahinter und wie fühlt sich der andere, ist auch mal ganz, ganz wichtig. Und das kann man wirklich auf jede Person anwenden, auch wenn man noch so wütend im ersten Moment auf die Person ist, aber es hilft einem selber halt, mit der Situation halt klarzukommen, das so ein bisschen abzuschwächen und nicht so viel Groll zu hegen. Und es hilft aber auch, Konflikte vom Prinzip her schon zu vermeiden und die negativen Gefühle einfach abzuschwächen. Also versetzt euch öfter mal in die Lage der anderen Person, wer auch immer das sein mag. Spinnt euch da gerne eine Geschichte, warum die Kassiererin heute wieder so doof an der Kasse war. Es hilft euch selbst. Es sendet nach außen ganz, ganz viel Liebe. Das wollen wir immer. Wir wollen Liebe nach außen senden und keinen Hass. Und das ist ein erster kleiner Schritt dazu. Ich hoffe, das war wieder ein kleines, inspirierendes Video heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.